So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Ja, drei oder vier Folgen zu DTM Race Driver 2, eine Rennsimulation aus den Jahren 2004 von Codemasters. Ja, das Spiel war damals mein erstes, was ich selber gekauft habe, und es ist heute aus der Reparatur wiedergekommen. Ja, aber jetzt erstmal. Von den wichtigen zu den unwichtigen, nee, von den unwichtigen zu den wichtigen Dingen. Und zwar, ja, wieso nehme ich das hier auf? Der Kanal ist zu Ende. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, es wird hin und wieder mal was kommen. Weil, wenn so wie heute schlechtes Wetter ist, dann hat man doch schon Bock, irgendwie was aufzunehmen. Und wenn es auch nur das erste Spiel ist, was man früher hatte. Ja, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde noch Videos machen, allerdings nicht so häufig. Erwartet euch nicht zu viel, vielleicht so drei Videos im Monat. Was ich allerdings in nächster Zeit mehr machen werde, sind höchstwahrscheinlich Unboxings. Und ja, vielleicht werde ich auch noch mal wieder so ein paar Specials machen, zum Beispiel welche Xbox-Spiele ich habe. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt starten wir aber erstmal in den Simulationsmodus, denn ich habe gerade einen Cheat eingegeben. So. Nehmen wir mal normal. Und ja, dank diesem Cheat haben wir gerade alles freigeschaltet. Und weißt du was? Wir fangen mit Rally Cross an. Nehmen wir mal die Brands Hatch A. So. Ich will nur die Brands Hatch A. So. Fahrername, Profil, Fahrereinstellung, bla bla, Startposition, Zufall. Rennlänge, bla bla bla, ja. Auto wählen. Wir haben die Wahl zwischen einem Mitsubishi Lancer und einem Subaru Impreza WRX. Tja, Mitsubishi Lancer mag ich gerne, da ich aber ein Subaru-Fan bin, werden wir den Subaru nehmen. So, welche Fahrer haben wir denn? Matthew Crosen oder Ian Lambert? Matthew Crosen ist ein sehr bekannter Rallycross-Fahrer, also nehmen wir den auch mal. So. So. Ach ja, ich habe hier die Tasten gewechselt, weil ich besser mit WASD fahren kann. Und ja. Man sieht, es ist eine Rennsimulation. Wer vielleicht die heutigen Race Driver Teile kennt, das sind Grid und Grid 2. Oder die heutigen Rallye-Simulationen von Codemasters, die Dirt-Reihe, der weiß, man hat hier nicht leicht reden. Weil das ist doch schon ein bisschen knackiger, hat schon ein bisschen mehr Anspruch, das Spiel. Und ja, das war auch das, was ich damals an dem Spiel so gerne mochte. Und es ist genau das, was man manchmal halt auch braucht, so ein bisschen. Ja, was Schweres. Und wie man sieht, hier gehen auch ziemlich schnell die Teile kaputt. Kann man unten rechts sehen. Das hat man in anderen Spielen ja nicht so. Dass die Teile kaputt gehen, ja, aber nicht so schnell. Und man merkt halt auch, dass der Motor ein bisschen im Eimer ist, weil wir sind jetzt viel langsamer. Das Schadensmodell. Ja. Ja, taktischer Kollege. Ja, man merkt halt, ich habe schon lange keine Rennspiele mehr auf dem PC gespielt. Also von daher, ja. Ich spiele momentan tatsächlich auch eine Rennsimulation von Codemasters, sogar eine Rallye-Simulation. Und zwar spiele ich momentan Dirt, also den ersten Teil von Dirt, Colin McRae Dirt. Und ja, was eigentlich gar nicht der erste Colin McRae Teil ist, sondern eigentlich schon der sechste. Das ist auch schon ein ziemlich altes Spiel, aber ich konnte es für ein Schnäppchen von 7 € kriegen und habe ich mir gedacht, ach, komm, nimm sie mit. Und ja, wir können ja auch in der Boxengasse rein, was ich jetzt aber nicht mache, weil das ist Zeitverschwendung und wir sind sowieso schon auf dem sechsten Platz, weil wir einen Motorschaden haben. Ich versuche jetzt mal noch ein bisschen was hier aus den Rennen rauszuholen. Aber ich habe so ein Gefühl, da wird nichts mehr draus. Ne, da wird auch nichts mehr draus. Das weiß ich jetzt schon. Oha. United Kingdoms Rallycross, also Rallycross hier in England, meine Damen und Herren. Der nette Herrn Philipp
18199 oder Philipp oder Kid3000PK wird dieses Rennen leider verlieren oder vielleicht zumindest noch als Fünfter für sich entscheiden. Aber wie es aussieht, werden wir Sechster sein, denn der Mitsubishi vor uns ist relativ schnell, da er noch einen heilen Motor hat im Gegensatz zu uns und wir sind Sechster. Oh nein. Ja. Tja, dann brauche ich ja nicht viel sagen als weiter. So, Walker Motorsport sind wir plus 8 Sekunden. Alter, ist das eine scheiß Zeit. Ja, man sieht halt, das Spiel hat auch nicht die beste Grafik. Ist auch nicht das jüngste 2004. Ich meine, meine Fresse. So, was machen wir denn als nächstes mal hier im Simulationsmodus? Ich könnte ja mal kurz Schwierigkeitsgrad auf 50% stellen. Mal gucken, was dann ist. American, das müsste... Ja, das ist Indianapolis. Das machen wir jetzt mal nicht. Da war ich früher mal schon so ganz schlecht. Wir können ja mal die gute alte DTM fahren, die ja jeder kennt. Da fahren wir mal auf Nürnberg. Ja, komm, nehmen wir den Nürnberg, aber nicht regnerisch. Wir nehmen, oder nehmen wir den Hockenheimring, obwohl, nee, wer Forza spielt, der kennt ihn schon in- und auswendig. Also nehmen wir den Nürnbergring, so. Ja, natürlich, wir haben hier Audi TT, Mercedes, CLK, AMG, was mich wundert, dass da zuerst AMG steht. Dann haben wir Opel Astra V8 Coupé, die gar nicht mehr mit drin sind. Also Opel ist schon längst raus, dafür ist ja jetzt BMW drin. So, Hasseröder, Abt Audi. PlayStation 2 Red Bull Abt Audi, S-Line Audi Junior Team, Hasseröder Abt Audi, achso, okay, es gibt noch die drei. Dann nehmen wir mal Red Bull und PlayStation 2, denn PlayStation 2 war meine zweite Spielekonsole und Red Bull ist ja mein zweitliebstes Energy Drink. Ich mag ja ehrlich gesagt lieber Monster. So, Matthias Ekström, ja, den kennt natürlich jeder. Ja, der hat halt diese gelben Verzierung und Karl Wendlinger hat die schwarzen Verzierung. Nehmen wir mal Karl Wendlinger, weil die schwarzen Verzierungen gefallen mir etwas besser. So, Streckenlänge 3 Kilometer, 21 Fahrer sind wir, starten als 9. 3 Runden und ich will immer mit A Gas geben. Mit der Pfeiltaste Gas geben, weil das ja eigentlich die Standardsteuerung ist. Hier muss man ein bisschen mit Gefühl Gas geben und wir sind schon wieder 15. Ich sag's ja, ich habe das Spiel seit heute erst wieder. Das Ding war 3 Jahre kaputt. Ich hab's letzte Woche in Reparatur gebracht bei der Videothek und hab's dann jetzt wieder gekriegt. Und ja, wahrscheinlich hätte ich's auch nicht reparieren lassen. Nur ich hatte da jetzt noch einen Gutschein und da dachte ich mir, komm, ich soll mein erstes PC spielen. Komm, 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 komm. Gas, 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 gas. Zieh, 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 zieh. Okay. Wow! Nein, 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 der schöne Audi. Ja, ja, dreht halt schnell durch, ne? Und 15. Toll. Besser kann es gar nicht mehr werden. Heidiwei. Besser kann es echt nicht mehr werden. Nein! Läuft. Läuft auf jeden Fall. Läuft, läuft super. Ich muss mir unbedingt meinen Xbox 360 Controller für den PC anschaffen, weil ich bin inzwischen so ungeübt mit der Tastatur, das geht schon gar nicht mehr. Aber gut, das ist ja sehr realistisches Handling und mit der Tastatur, das ist nicht gerade einfach, Madame Tussaud. Aber wir ziehen uns schon wieder ganz gut rein. Wir sind ja schon wieder auf dem 18. vor uns haben wir so einen lausigen Opel. Opel. Na, ich habe meine Lieblingsautomarke. Ich kann zufrieden sein. Audi. Lalalala. Ey, dich habe ich ja als Modellauto. Und damit meinte ich die Mercedes, die ich vor mir hatte. So, wir sind in der zweiten Runde. Es läuft relativ gut für uns. 12. Platz. Könnte besser sein. Könnte aber auch schlechter sein. Ich hoffe, dass gleich das Aufnahmeprogramm nicht auf den Desktop springt, weil ich weiß nicht, wie das Spiel darauf reagiert.
Na, sprengen ist auch gut. Sprengen das Spiel auf dem Desktop, los.